es an, jetzt der erste Kandidat für den ersten Pull-Pull in der 3,5-Tonnen-Klasse. Er macht sich startbereit, der Boomerang Ralf Wolterling in der Nähe von Ahausen ist er zu Hause und er ist der Nächste, der nach diesem kleinen Regenschauer, nach dieser kleinen Unterbrechung, nach dem Dilemma vom Black Cat, der hier beide Achsen zerlegt hat, wieder auf die Bahn kommt. Curtis Wright, Doppelsternmotor, 3500 Umdrehungen, zwei Höhenlader mit zwei Bar Ladedruck bringen ihn auf 4500 PS. Nikanol Treibstoff, 90 km/h Raddrehzahl, das sind seine persönlichen Eckdaten. Wie gesagt, er hatte den letzten Mittag. Oh,